Am Anfang war nichts. Mit dem Urknall entstanden die endlos expandierenden Dimensionen von Raum, Zeit und Materie. Tag für Tag entschlüsseln wir mit Hilfe neuer Entdeckungen die mysteriösen, faszinierenden und tödlichen Geheimnisse dessen, was wir Universum nennen. Unser Sonnensystem hat in seiner 4,5 Milliarden Jahre langen Geschichte Verwüstungen von kolossalem Ausmaß erlebt. Wieder und wieder sind die Planeten von Katastrophen heimgesucht worden. Ein Asteroideneinschlag hätte den Planeten aus dem Gleichgewicht bringen können. Ganze Welten sind schon kollidiert, unter glühender Lava versunken oder sogar aus ihrer Umlaufbahn geworfen worden. Nicht ein einziger Planet ist von dieser Herrschaft des Schreckens verschont geblieben. Wenn ein Asteroid mit hoher Geschwindigkeit einschlägt, brechen Stücke des Merkurs aus seiner Oberfläche und treffen unweigerlich auf die Erde. Glauben Sie also nicht, dass die Erde ein sicherer Ort wäre? Von den ersten Kataklysmen bis hin zur endgültigen Katastrophe, die eines Tages alles vernichten wird. Schnallen Sie sich gut an. Wir zeigen Ihnen die 10 größten Katastrophen in der Geschichte des Universums. Die Erde ist heute ein ruhiger Planet. Doch sie hat schon etliche Kollisionen, Vulkanausbrüche und Massenaussterben erlebt. Die meisten irdischen Katastrophen verblassen allerdings neben den apokalyptischen Ereignissen, die andere Planeten in unserem Sonnensystem getroffen haben. Unser Sonnensystem wurde geboren, als Milliarden von Felsbrocken kollidierten und die Planeten entstehen ließen, die wir heute kennen. Das Sonnensystem ist äußerst gewaltsam entstanden. Es gab alle möglichen Planetesimale und Protoplaneten, die miteinander kollidierten oder die sich aneinander vorbeibewegten und durch ihre Anziehungskräfte in die Sonne schleuderten. Nur wenige Planeten haben überlebt. Das frühe Sonnensystem war wie ein kosmischer Flipperautomat, in dem es ständig Zusammenstöße und Einschläge gab. Die Planeten zerstörten, neue Planeten formten und letztlich all das schufen, was wir heute sehen können. In grauer Vorzeit hätten wir allerdings hier nicht leben wollen. Als die überlebenden Planeten ihre Form erhielten, nahm das Chaos nur noch zu. Die erste und früheste der kosmischen Katastrophen auf unserer Liste ist die Merkurmantel-Katastrophe. Der Merkur ist der sonnennächste und auch der kleinste Planet. Astronomen nehmen an, dass der Winzling das Opfer eines gewaltigen kosmischen Schlages wurde. Der Merkur gibt der Wissenschaft viele Rätsel auf. Sein Eisenkern macht etwa 40% seines Volumens aus. Der Kern der Erde nimmt zum Vergleich nur 20% des Planetenvolumens ein, obwohl die Erde etwa 3-mal so groß ist wie der Merkur. Der Merkur ist ein großes Rätsel der Planetenforschung. Er ist wie das Kugellager des Sonnensystems, wie ein solides Stück Stahl. Warum hat dieser kleine Planet eine so hohe Dichte? Einer Theorie nach war eine Planetenkollision die Ursache. Doch wie kann ein Einschlagereignis einen Planeten verdichten? Stellen wir uns vor, dass der kosmische Angreifer des Merkurs eine Kanonenkugel war. Mit dieser Kanone aus der amerikanischen Revolution schießen wir eine Kugel auf eine mit Gips verkleidete Bowlingkugel in 36 Metern Entfernung. Die Bowlingkugel repräsentiert den Merkur, die Gipsschicht seinen Mantel und die Kruste. Unser Waffenexperte Gary Harper wird die Kanone jetzt für uns abfeuern. Gary, wie funktioniert das? Eigentlich ganz einfach. Wir nehmen die richtige Ladung Pulver und stopfen sie in den Lauf.
Dann schieben wir die Kanonenkugel hinterher. Wie schnell wird sie fliegen? Das müssten etwa 90 Meter pro Sekunde sein. Fast 320 Stundenkilometer. Das hat bestimmt eine große Wirkung. Wie wäre es mit einem Gehörschutz, Alex? Und die Brille hier, oder? Und die Brille. Okay. Jetzt müssen wir sie nur noch scharf machen. Dann können wir sie abfeuern. Okay, feuern wir die Kanone ab. Die Lunte brennt. Oh, Treffer! Hast du das gesehen? Du hast sie erwischt. Wir haben es geschafft. Das müssen wir uns ansehen. Ja, gehen wir. Das Zeug ist überall hier verstreut. Ja, der Gips ist abgeschlagen worden. Sieh mal. In wissenschaftlichen Kreisen wird angenommen, dass der Merkur genau so seine Kruste verloren hat. Übrig geblieben ist nur der eiserne Kern des Planeten. Das ist eine schöne Erklärung dafür, warum der Merkur eine so hohe Dichte hat. Er besteht nur noch aus einem Eisenkern, weil er durch die Kollision seine Kruste eingebüßt hat. Das war ein guter Schuss. Dieser Zusammenstoß hat möglicherweise manche Teile des Planetenmantels in die Sonne stürzen und andere bis zum Jupiter fliegen lassen. Die Trümmer sind noch 4 Millionen Jahre später herabgeregnet. Dieser Planetenschutt ist quer durch das Sonnensystem geflogen und hätte auch auf anderen Planeten landen können. Es gibt sogar Vermutungen, dass bis zu 15 Milliarden Tonnen der Erdmasse vom Merkur stammen. Die Befürworter dieser Theorie stehen allerdings vor einem forensischen Dilemma. Wenn diese Kollision stattgefunden haben soll, warum gibt es dann keine sichtbaren Spuren auf der Oberfläche? Eine andere Theorie über die Entstehung des großen Merkurkerns bezieht sich auf die große Hitze der Planetenoberfläche, verursacht durch Fluktuationen der Sonnenaktivität. Dadurch ist die Planetenkruste praktisch zu Felsstaub verdampft, der von Solarwinden ins All geweht wurde. Das ist eine mögliche Erklärung, warum nur der Kern überlebt hat. Weil er aus Metall besteht und nicht verdampft ist, wie seine felsige Hülle. Die Raumsonde Messenger der NASA befindet sich derzeit im Orbit des Merkur, auf der Suche nach Hinweisen auf dessen turbulente Vergangenheit. Doch nicht nur der sonnennächste Planet musste schwere Treffer einstecken. Heute drehen sich die spektakulären Ringe des Saturns majestätisch und langsam. Doch auch sie verdanken ihre Schönheit einem katastrophalen Zusammenstoß vor mehr als 4 Milliarden Jahren. An 9. Stelle unserer Liste der planetaren Katastrophen: der zertrümmerte Saturnmond. Die Ringe des Saturns zählen zu den prägnantesten Merkmalen in unserem Sonnensystem und sie waren lange eines seiner größten Rätsel. Wann und wie sind sie entstanden? Und die vielleicht spannendste Frage: Warum bestehen die Ringe des Saturns aus Eis? Ganzen 30 Billiarden Tonnen davon. Der Bildhauer Roland Hernandez hat den Saturn und einen seiner Eismonde nachgebaut, um eine neue Theorie zu veranschaulichen. Die Ringe könnten durch die Vernichtung eines Mondes entstanden sein. Hier haben wir einen wunderbaren 60 cm großen Saturn und wir haben einen Mond aus Eis. Der ist schön, aber er sieht ein bisschen merkwürdig aus, weil ihm die berühmten Ringe fehlen. Doch wir wollen ihm dazu verhelfen, indem wir Eis von der Oberfläche des Mondes lösen und damit die Ringe um den Saturn schaffen. Viele Wissenschaftler nehmen heute an, dass ein alter, eisbedeckter Mond auf den Saturn gestürzt ist. Dabei hat die starke Gravitation des Saturns das Eis des Mondes abgetragen und in seine Umlaufbahn gefegt. Diese Schleifmaschine wirkt wie die Gezeitenkraft des Saturns. Sie wirbelt die eisige Oberfläche des Mondes in den Orbit. Der Mond selbst ist auf den Saturn gestürzt, ohne eine Spur zu hinterlassen, außer den prächtigen Ringen, die wir heute sehen können.
Der größte der über 60 verbliebenen Saturnmonde ist der Titan. Er ist 1,5-mal größer als der Erdenmond. Aktuelle Simulationen zeigen, dass der Saturn früher mehrere große Monde gehabt haben könnte, die alle auf den Planeten gestürzt sind. Der letzte von ihnen hat das Band der Ringe geschaffen. Dieses Modell erklärt zum ersten Mal, warum die Ringe zum Großteil aus Eis bestehen. Eigentlich müsste eine Mischung aus Gestein und Eis entstehen, wenn ein Mond zerschlagen wird. Doch wenn einer der Monde in einer Spirale abgestürzt ist und die äußere Eisschicht nach und nach abgetragen wurde, könnte das eine Erklärung sein. Also war auch der Ursprung der Ringe des Saturns ein kosmischer Gewaltakt. Die Katastrophen, die den Saturn und den Merkur formten, betrafen nur diese Planeten. Eine andere dagegen riss das ganze Sonnensystem auseinander. Diese Katastrophe hat nicht nur jeden Planeten betroffen, den wir heute sehen können. Durch sie wurden sogar Planeten aus der Anziehungskraft der Sonne in die tiefe Dunkelheit des Alls geschleudert. Frühe kosmische Katastrophen wie die Zerstörung des Merkurmantels oder die Entstehung der Ringe des Saturns haben fast jeden Bereich unseres Sonnensystems geformt. Wenn wir uns in der Zeit weiter nach vorne bewegen, ereignen sich Desaster, die sogar die Reihenfolge der Planeten beeinflusst haben. Von der Sonne ausgehend sehen wir heute die Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Doch das war nicht immer so. In der Frühgeschichte des Sonnensystems sind der Jupiter und der Saturn mit wechselnden Sonnenabständen umhergewandert. Der Grund dafür waren die übrig gebliebenen Planetesimale im Sonnensystem, die ihre Umlaufbahnen beeinflussten. Diese Fluktuationen in den Bahnen der Planeten lösten eine kosmische Kettenreaktion aus, die unser Sonnensystem auseinandergerissen hat. Nummer 8 in unserem Countdown der größten planetaren Katastrophen: der orbitale Strudel. Millionen Jahre nach der Entstehung der Planeten strebte der Jupiter in Richtung Sonne, während Saturn, Uranus und Neptun sich von ihr entfernten. Schließlich drehte sich der Jupiter genau doppelt so schnell um die Sonne wie der Saturn. Dieser entscheidende Moment wird als 2:1 Resonanz bezeichnet. Diese Resonanz führt im Lauf von Jahrmillionen zu einer starken Wechselwirkung der Gravitationskräfte. Die Bahnresonanz des Jupiters und des Saturns hatte Konsequenzen für das ganze Sonnensystem. Die Umlaufbahnen der anderen Himmelsobjekte gerieten durcheinander. Sie kreuzten sich und verursachten gewaltige Kollisionen. Die Resonanzgravitation des Saturns und des Jupiters hat die Bahnen des Uranus und des Neptuns destabilisiert. Diese planetarische Reise nach Jerusalem war der Zündfunke für die größte und am längsten währende Katastrophe, die sich bis dahin in unserem Sonnensystem ereignet hat. Diese 2:1 Resonanz hat gewaltige Gravitationsenergien freigesetzt, die das äußere Sonnensystem durcheinandergewirbelt haben. Neptun und Uranus wurden in viel höhere Orbits geworfen und sie haben sogar die Plätze getauscht. Die ursprüngliche Reihenfolge war Neptun, gefolgt von Uranus. Diese Planeten könnten ihre Positionen sogar mehrfach getauscht haben. Doch damit haben sie immer noch Glück gehabt. Denn einige Planeten wurden wahrscheinlich komplett aus dem Sonnensystem geschleudert, um für alle Zeiten durch den endlosen schwarzen Raum zu treiben. Wir sind fast sicher, dass unser Sonnensystem während dieses kosmischen Billardspiels mehrere Planeten verloren hat. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass Jupiter und Uranus bis ins Innere des Sonnensystems gewandert sind, wo sich heute die Erde befindet, bevor sie zu ihren jetzigen Positionen zurückgekehrt sind. Doch die Bahnresonanz war nur der Anfang.
Als sich die Gasriesen vor 4,1 Milliarden Jahren stabile Umlaufbahnen gesucht haben, haben sie die nächste große Katastrophe in unserem Sonnensystem angestoßen. Nummer 7 in unserem Countdown: das große Bombardement. Der Tanz des Jupiters und des Saturns hat nicht nur die äußeren Planeten ins Chaos gestürzt. Er hat auch einen Strudel ausgelöst, der das ganze Sonnensystem umfasste. Die Wanderschaft dieser Planeten hatte auch Auswirkungen auf die Protoplaneten, die in der Nähe des Asteroidengürtels entstanden sind. Sie kollidierten und zerfielen zu einer Unzahl Asteroiden, wahrscheinlich vor etwa 4,1 Milliarden Jahren. Dann hat die Bahnresonanz des Jupiters und des Saturns viele dieser Asteroiden in das innere Sonnensystem gezogen, wodurch das große Bombardement begonnen hat. Die Auswirkungen davon können wir jedes Mal sehen, wenn wir zum Mond aufblicken. Die meisten seiner Pockennarben stammen von diesem großen Bombardement. Beweise für dieses Ereignis wurden 1969 entdeckt, als die Apollo-11-Mission der NASA den ersten Menschen auf den Mond brachte. Es ist eine spannende Detektivgeschichte, wenn man die unterschiedlichen dynamischen Modelle miteinander verbindet, die die geologischen Anzeichen des großen Bombardements vor 4 Milliarden Jahren erklären. Die Beweise selbst gibt es seit der Apollo-Mission und der Datierung der Mondfelsen, die aus dieser Zeit stammen. Anhand der Krater können wir sagen, dass es an verschiedenen Stellen des Sonnensystems, wie etwa auf dem Mond, zu einem plötzlichen Anstieg der Einschläge von großen Objekten gekommen ist. Doch während der Mond nur oberflächliche Narben davongetragen hat, wurde ein anderer Planet so hart getroffen, dass er möglicherweise die grundlegenden Bedingungen für die Entstehung von Leben verloren hat. Nummer 6 in unserer Liste der größten Katastrophen unseres Sonnensystems: der Megameteoriteneinschlag auf dem Mars. Das große Bombardement, das zwischen 4,1 und 3,8 Milliarden Jahren vor unserer Zeit das Sonnensystem heimgesucht hat, hat nicht nur Kometen und Asteroiden entfesselt. Ganze Planeten wurden von ihrem Kurs abgebracht. Eine Raumsonde der NASA hat kürzlich Hinweise darauf gefunden, dass ein Planet von der Größe des Pluto auf den Mars gestürzt ist und ihn damit drastisch verändert hat. Es war ein gewaltiger Einschlag, der den Planeten in einem sehr flachen Winkel getroffen und praktisch die gesamte Oberfläche der nördlichen Hemisphäre abgeschlagen hat, wie ein Messer, das eine Melone kappt. Dieser Einschlag hat das Borealis-Bassin geschaffen, das mehr als 40% der Marsoberfläche einnimmt. Es ist der größte Einschlagskrater im ganzen Sonnensystem, in dem Europa, Asien und Australien zusammen Platz finden würden. Wir können Hinweise auf Einschläge auch auf anderen Planeten finden, weil dabei immer ähnliche Kraterformen entstanden sind. Eine schöne Grube, normalerweise ein Rand drumherum und manchmal etwas Auswurfmaterial. Die Anzeichen auf dem Mars waren allerdings nicht so klar. Hier ergibt sich die Beweislage aus der Gravitationskraft des Mars und der Beschaffenheit seiner Oberfläche. Sie zeigen, dass es einen Krater gab. Er ist an den Rändern nur eingesunken. Während des großen Bombardements ereigneten sich mindestens 5 große Einschläge auf dem Mars. Doch dem roten Planeten stand ein noch weitaus schlimmeres Schicksal bevor. Unsere nächste Katastrophe hat das Schicksal des roten Planeten möglicherweise radikal verändert. Nummer 5 in unserem Countdown: die Magnetfeldkatastrophe des Mars. Raumsonden haben ermittelt, dass der Mars nur noch Spuren seines ursprünglichen Magnetfeldes besitzt. Die Wissenschaftler spekulieren, dass die Ursache dafür wiederum ein Einschlag war, diesmal mit schlimmeren Folgen. Wow.
Wir wissen nicht genau, warum der Mars ein so schwaches Magnetfeld besitzt. Eine Theorie besagt, dass er von einem großen Objekt getroffen wurde, das die Kruste und den Mantel erhitzt hat. Dadurch wurde der Temperaturunterschied zwischen dem Kern und dem Mantel reduziert. Ohne eine ausreichende Temperaturdifferenz kann es die verwirbelten Bewegungen im Inneren des Planeten nicht geben. Und ohne diese gibt es kein Magnetfeld. Das Magnetfeld der Erde beschützt uns, indem es gefährliche Sonnenpartikel ablenkt. Das schwache Magnetfeld des Mars schützt allerdings nur wenige Bereiche des Planeten. Somit könnten die Sonnenpartikel den Großteil seiner Atmosphäre zerfressen haben. Über Milliarden Jahre hinweg könnte ein großer Teil der Atmosphäre erodiert sein, darunter Wasserdampf und Kohlendioxid, die ausgesprochene Treibhausgase sind. Möglicherweise ist der Planet deshalb heute die trockene, kalte Wüste, die wir sehen. Der Verlust des Magnetfeldes hat vielleicht verhindert, dass sich auf dem kühlen und kargen Planeten Leben entwickeln konnte. Manche Wissenschaftler sind allerdings skeptisch, dass das Magnetfeld einem großen Knall zum Opfer gefallen ist. Es wäre auch denkbar, dass der Mars einfach nur deshalb schneller ausgekühlt ist, weil er kleiner ist als die Erde. Ohne Hitze hätte er einen massiven Eisenkern, der kein Magnetfeld erzeugen würde. So oder so hat der Mars seine Atmosphäre eingebüßt. Und seitdem gibt es auf seiner Oberfläche kein Wasser in flüssigem Zustand mehr, weil der Atmosphärendruck zu niedrig ist. Also ist auch alles Leben verschwunden. Als das große Bombardement vor 3,8 Milliarden Jahren schließlich vorbei war, hatte beinahe jeder Planet im Sonnensystem einschneidende Veränderungen erfahren. Es ist offensichtlich, dass all die großen Planeten beträchtliche Strecken von ihren Entstehungsorten zurückgelegt haben. Der Weg des Neptuns ist eindeutig zu erkennen, weil er auf seinem Weg nach außen kleinere Objekte in seinem Gravitationszug mit sich gezogen hat. Die Planeten hatten stabile Umlaufbahnen angenommen. Doch nun begannen neue Katastrophen aus ihrem Inneren hervorzubrechen. Und einige dieser vulkanischen Katastrophen übertrafen alle Bedrohungen aus dem All bei weitem. Unser Sonnensystem ist in seinen frühen Tagen maßgeblich durch Kollisionen mit anderen Objekten geformt worden. Als die Planeten sich vor 3,8 Milliarden Jahren schließlich in stabilen Umlaufbahnen befanden, stieg eine neue Bedrohung empor. In manchen Fällen war sie schlimmer als alles, was aus dem Weltraum kam. Die Katastrophen im Sonnensystem sind mit dem großen Bombardement nicht vorbei. Asteroiden und Kometen können auf den Planeten einschlagen. Vulkanismus kann entstehen. Das sind alles Katastrophen, die den Planeten jetzt drohen. Das nächste Desaster traf einen der Planeten so hart, dass er die gewaltigste Narbe des Sonnensystems davongetragen hat. Nummer 4 in unserem Countdown zur schlimmsten Katastrophe des Sonnensystems: die Supervulkane des Mars. Die Mars-Express-Sonde offenbarte vor kurzem, dass der rote Planet mindestens 5 Perioden mit heftigen vulkanischen Aktivitäten erlebt hat, die ihm auch seine einzigartige Färbung verliehen haben. In mancher Hinsicht ähneln die Schildvulkane auf dem Mars den Vulkanen hier auf der Erde. Unter der Oberfläche befindet sich eine große Magmakammer, die riesige Mengen Lava ausstößt und so den Vulkan formt. Allerdings sind die Vulkane auf dem Mars 10 bis 100 Mal größer. Diese Eruptionsereignisse haben sich an verschiedenen Orten ereignet. Und nach wurde die ganze Oberfläche von Lava umhüllt. Auf dem Mars befinden sich 20 Supervulkane. Darunter auch der Olympus Mons,
der größte Vulkan des Sonnensystems. Er lässt erahnen, wie die feurige Vergangenheit des Planeten ausgesehen hat. Wir können das Alter von bestimmten Regionen des Mars anhand der Anzahl der Krater dort bestimmen. In einem verhältnismäßig jungen Gebiet konnten noch keine Vulkane entstehen. Deshalb ist es dort relativ eben. Wenn die Oberfläche schon sehr alt ist, sehen wir dort viele Krater. Die Datierung dieser Krater und die Kartografie der Marsoberfläche lassen uns darauf schließen, dass es in der Geschichte des Mars 5 Perioden mit ausgeprägter vulkanischer Aktivität gegeben hat. Wie bei den Schildvulkanen auf der Erde stiegen auch auf dem Mars Magmakammern zur Oberfläche auf, um in jahrhundertelangen Eruptionen basaltische Lava auszuspeien. Doch es gab einen entscheidenden Unterschied. Auf dem Mars gab es nie so großflächige tektonische Aktivitäten wie hier auf der Erde. Wenn auf dem Mars ein Vulkan ausbricht, bleibt er einfach dort stehen und stößt immer mehr Lava aus, bis sich daraus gewaltige Schildvulkane bilden. Auf der Erde gibt es tektonische Platten, deshalb sind die hawaiianischen Inseln eine Kette. Die Platte bewegt sich nördlich und es tauchen lauter neue Inseln auf. Auf dem Mars ist es jedoch immer dieselbe Insel, die dadurch größer und größer wird. Starker Vulkanismus hat die Oberfläche des Mars immer wieder verändert. Er war jedoch nicht der einzige Planet, der solch einer Katastrophe zum Opfer gefallen ist. Als nächstes in unserem Countdown der planetaren Katastrophen, die Krustenschmelze der Venus. Unser engster Nachbar im Sonnensystem, die Venus, könnte früher ein erdähnlicher Planet gewesen sein. Sie entstand etwa zur selben Zeit und aus ähnlichen Materialien. Und doch ist sie durch irgendetwas zum bösen Zwilling der Erde mutiert. Wenn man die dicke Atmosphäre der Venus durchdringen könnte, würde man sehen, dass ihre Oberfläche zu 90% aus erstarrter Lava besteht. Die giftige Atmosphäre besteht größtenteils aus Kohlenstoffdioxid und hat einen Druck, der 90 Mal höher ist als der auf der Erde. Das fühlt sich an, als ob man sich 900 Meter unter der Meeresoberfläche befinden würde. Darüber hinaus erreichen die Temperaturen auf der Venus fast 500 Grad Celsius. Heiß genug, um Blei zum Schmelzen zu bringen. Ein menschlicher Körper würde auf der Venus erst gebacken und dann ziemlich schnell zerquetscht werden. Die Ursache für die infernalischen Bedingungen auf der Venus könnte ein extremer Treibhauseffekt vor etwa 3 Milliarden Jahren gewesen sein. Was ist mit den Ozeanen der Venus passiert, wenn es je welche gegeben hat? Die Sonne ist immer wärmer geworden, deshalb ist mehr Wasser aus den Ozeanen verdunstet, was wiederum den Anteil von Wasserdampf in der Atmosphäre erhöht hat. Wasserdampf ist ein Treibhausgas, deshalb ist die Temperatur angestiegen. Noch mehr Wasser ist verdunstet. Und so ist ein unkontrollierter Treibhauseffekt entstanden, der die Ozeane der Venus schließlich verdampfen ließ. Geologische Beweise für die verlorenen Ozeane lassen sich möglicherweise über der Wolkendecke der Venus finden. In den Atmosphärenproben von der Venus haben wir hohe Konzentrationen des schweren Wasserstoffs Deuterium entdeckt. Der Großteil des Wasserstoffs ist ins All entwichen, nur der Bodensatz ist zurückgeblieben. Die Venus ist ein gutes Beispiel dafür, was geschieht, wenn sich auf einem Planeten das Klima drastisch verändert. Wenn wir verstehen, was auf der Venus geschehen ist, können wir das auch auf die Erde übertragen. Wenn eine ökologische Katastrophe das Wasser der Venus verdampft hat, gab es dann auch Lebewesen, die dabei vernichtet wurden? Das ist die Frage, die Jack Kershaw aus Texas dem Universum stellen will. Gab es einst Leben auf der Venus? Jack, das ist eine äußerst interessante Frage. Wie es aussieht, gab es in den ersten Milliarden Jahren Ozeane auf der Venus. Wenn das stimmt, dann hätte sich dort primitives Leben,
wie Mikroben und Bakterien entwickeln können. Wir wissen es nicht. Auf der Erde ist jedoch kurz nach dem großen Bombardement Leben entstanden. Wenn das auch auf der Venus der Fall war, dann gab es dort einst Leben. Nach der Treibhauseffekttheorie ist die Oberfläche der Venus im Laufe von Jahrmillionen ausgetrocknet. Doch nicht alle Wissenschaftler stimmen darin überein. Einige vertreten die Meinung, dass die Venus ihr Wasser an einem einzigen katastrophalen Tag verloren hat. Von all den Katastrophen, die sich in unserem Sonnensystem ereignet haben, ist die auf der Venus, ein erdähnlicher Planet, auf dem Leben hätte entstehen können, vielleicht die rätselhafteste. In den letzten Jahrzehnten wurde die Theorie vertreten, dass ein starker Treibhauseffekt die Oberflächentemperatur des Planeten auf 460 Grad Celsius ansteigen ließ. Vielleicht hat das Schicksal des Erdennachbarn aber auch einen anderen Lauf genommen. Eine Möglichkeit, wie die Venus auf einen Schlag den Großteil ihres Wassers verlieren konnte, wäre ein gewaltiger Einschlag. Ein großer Asteroid trifft den Planeten und schält ein Stück aus der Oberfläche heraus. Die gewaltige Energie und die große Hitze, die dabei freigesetzt werden, lassen die flüchtigen Elemente ins Weltall verdampfen. Nachdem sich alles wieder beruhigt hat, ist der Planet viel trockener und besteht nun aus Material, das einen viel höheren Schmelzpunkt hat. Die Befürworter dieser Theorie nehmen an, dass die Wucht des Einschlags sogar die Rotationsachse des Planeten verändert hat. Die Venus dreht sich anders herum als die meisten anderen Planeten. Wir wissen nicht genau, warum das so ist. Aber eine Theorie besagt, dass sie in der Frühzeit des Sonnensystems von einem riesigen Objekt getroffen wurde, das ihr einen Stoß gegeben oder die Drehrichtung umgekehrt hat. Das Schicksal der Venus ist eine Ermahnung, dass Temperaturbedingungen wie die auf der Erde nicht selbstverständlich sind. Genau diesen Punkt veranschaulicht die Nummer 2 in unserem Countdown der planetaren Katastrophen. Und diesmal hat die ganze Welt dabei zugesehen. Die Shoemaker-Levy 9 Einschläge. Man hat lange geglaubt, dass die äußeren Planeten relativ ruhig und stabil wären. Doch nun sehen wir, dass sich dort ständig Einschläge ereignen. Der Jupiter, der größte der Gasriesen, ist gewissermaßen der Punching Ball unseres Sonnensystems. Seine Gravitationskraft lenkt die Kometen ab, die sich aus der Oortschen Wolke oder dem Kuipergürtel lösen. Auf dem Jupiter ereignen sich weit mehr Einschläge als auf den anderen Planeten. Und das aus zwei Gründen. Erstens ist er der größte Planet, womit er am leichtesten zu treffen ist. Zweitens hat er eine gewaltige Masse. Deshalb zieht er kleinere Objekte an. Er bettelt geradezu um Schwierigkeiten. Auf dem Jupiter ereignete sich eine der größten Katastrophen, die die Menschheit je gesehen hat. Im Juli 1994 raste eine Kette von 21 Kometenfragmenten auf den Planeten zu und traf ihn schließlich mit kolossaler Gewalt. Shoemaker-Levy 9, benannt nach seinen Entdeckern, entwickelte eine Einschlagsenergie von 5,5 Millionen Megatonnen TNT. Beim Shoemaker-Levy 9-Einschlag ist ein zersplitterter Komet mit mehreren Kilometern pro Sekunde in mehreren Wellen auf dem Jupiter eingeschlagen, während der Planet sich weitergedreht hat. Das hat zu einer ganzen Reihe von Einschlägen auf einem bestimmten Breitengrad geführt, die man von der Erde aus mit Teleskopen beobachten konnte.
Die einzelnen Fragmente hinterließen keine Krater, weil der Jupiter keine feste Oberfläche hat. Stattdessen durchschlugen sie die dichte Atmosphäre und ließen gewaltige Fontänen des vaporisierten Oberflächenmaterials aufsteigen. Diese dunklen Wolkenformationen waren ungefähr so groß wie die Erde. Darin steckt eine interessante Erkenntnis. Wenn ein Objekt mit vielleicht 800 Metern Durchmesser ein Objekt von der Größe der Erde trifft, dann wird die Staubwolke den gesamten Planeten einhüllen. Dieses Ereignis hat das Thema Asteroideneinschläge zu uns auf die Erde geholt. Die dunklen Einschläge in der Wolkendecke des Jupiters waren nur wenige Monate lang sichtbar, bevor sie mit der turbulenten Atmosphäre vermischt wurden. Auf dem Jupiter gibt es oft sehr rabiate Wetterumschwünge. Egal wie schwer dieser Luftangriff auch war, nach einigen Wochen oder Monaten haben die Luftströmungen in der Atmosphäre die Schmutzstoffe verwirbelt und über den Planeten verteilt. Damit sind alle Anzeichen des katastrophalen Einschlags völlig verschwunden. Shoemaker Levy 9 demonstriert auf beunruhigende Weise die kosmische Unruhe in unserem Sonnensystem. Die Astronomen warnen jedoch, dass uns die größte Katastrophe noch bevorsteht und dass es auch für die Erde kein Entrinnen gibt. Unser Sonnensystem hat zahlreiche, die Planeten verändernde Katastrophen überstanden. In manchen Fällen sind die Folgen offensichtlich, wie die Krater des großen Bombardements auf dem Mond. In anderen Fällen sind alle Anzeichen schon längst verschwunden. Allerdings haben die Astronomen vor kurzem entdeckt, dass die Nummer 2 in unserem Countdown noch Folgen nach sich zieht. Die NASA hat beim Vergleich der Jupiterbilder aus der Cassini- und der New Horizons-Mission eine verblüffende Entdeckung gemacht. Wie der Saturn hat auch der Jupiter Ringe, auch wenn sie viel dünner sind. Und durch irgendetwas sind sie aufgewirbelt worden. Die Ringe des Jupiters haben kleine Wellenbewegungen, die entstehen, wenn ein Teil des Rings gekippt wird. Durch die Rotation des Ringes bilden sich die Wellen stärker aus und wandern nach außen, durch das Ringsystem hindurch. Wenn man dieses System entwirrt und die Wellen gewissermaßen zurückspult, kann man den Zeitpunkt der Ringneigung bestimmen. In diesem Fall muss das im Juli 1994 gewesen sein. Im Juli 1994 haben sich auch die Shoemaker Levy 9 Einschläge ereignet. Daraus entstand eine wichtige Entdeckung. Während die eigentlichen Kometenfragmente auf dem Jupiter eingeschlagen sind, haben kleinere Trümmer die Ringe durchschlagen und die Wellen verursacht, die wir heute noch beobachten können. Bei einem zerborstenen Kometen wie dem Shoemaker Levy 9 werden gigantische Mengen Staub aufgewirbelt. Davon hat sich einiges über die Scheibe der Ringe verteilt. Anstatt also nur einen oder zwei Partikel des Ringes anzustoßen, erwischt man so die ganze Wolke auf einmal und kann sie zur Seite kippen. Shoemaker Levy 9 war nicht der einzige Komet, der auf dem Jupiter einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Im Juli 2009 wurde der Gasriese erneut von einem Asteroiden getroffen, nahe des Südpols. Bei diesem Einschlag wurde viel Material aus den unteren Schichten der Atmosphäre aufgewühlt. Die Narbe war auf der Planetenoberfläche mehrere Wochen lang sichtbar. Diese schwarze Aschewolke war ungefähr so groß wie der Pazifik. Nach aktuellen Schätzungen wird der Jupiter alle 10 bis 15 Jahre von einem Asteroiden oder Kometen getroffen. Damit ist seine Einschlagsrate 5000 Mal höher als die der Erde. Wir konnten schon mehrere Einschläge beobachten, was stark darauf hindeutet, dass es viele gab und gibt, die wir nicht gesehen haben. Es herrscht viel mehr Aktivität, als je vermutet wurde.
Ohne den Jupiter würde die Erde in unserem Sonnensystem wie auf dem Präsentierteller sitzen, für all die Kometen und die Asteroiden, die von der Sonne angezogen werden. Damit wäre auch die Zahl der Katastrophen in der Erdgeschichte beträchtlich gestiegen. Während unser Sonnensystem altert, entstehen neue Gefahren. Die Erde selbst strebt einem kosmischen Tag der Abrechnung entgegen, den nicht einmal der Jupiter abwenden kann. Damit sind wir bei der Nummer 1 unseres Countdowns der Katastrophen angelangt. Das planetare Armageddon. Nach einer verbreiteten Theorie werden sich der Jupiter, der größte Planet, und der Merkur, der kleinste, in vielen Milliarden Jahren, ein orbitales Duell liefern. Und ein unbeteiligter Zuschauer, die Erde, könnte sich plötzlich im Kreuzfeuer wiederfinden. Momentan bewegt sich alles in unserem Sonnensystem wie in einem Uhrwerk. Doch die Gravitationskräfte der Planeten beeinflussen sich gegenseitig. Die Planetenbahnen bewegen sich in sehr langen Zeitintervallen nach innen und außen und sie drehen sich. Der Jupiter und der Merkur werden dieselbe Umlaufzeit erreichen, wodurch die Bahn des Merkurs immer weiter in die Länge gezogen wird, bis sie an der größten Entfernung zur Sonne die Bahn der Venus kreuzt. Und wenn dieses Stadium erreicht ist, kann jederzeit die Hölle losbrechen. Astronomen haben 4 mögliche Konsequenzen errechnet. Der Merkur könnte in die Sonne stürzen, aus dem Sonnensystem geschleudert werden oder mit der Venus kollidieren. Im schlimmsten Fall jedoch würde er mit der Erde zusammenstoßen, den Erdmantel und die Atmosphäre mit sich reißen und unseren Planeten somit unfruchtbar machen. Unseren Computersimulationen zufolge besteht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 1%, dass der Merkur aus der Bahn gerät. Und in diesem 1% steckt die Möglichkeit, dass er mit der Erde kollidiert. Doch der Merkur ist nicht die einzige Gefahr, die uns innerhalb des Sonnensystems droht. In manchen Szenarien verändert sich auch die Umlaufbahn des Mars. Damit könnte auch er die Erde treffen und die Katastrophe wiederholen, die den Mond geschaffen hat. Die Sterne in unserer Nähe lenken in regelmäßigen Abständen Kometen aus der Oortschen Wolke ab, was ein erneutes großes Bombardement zur Folge haben könnte. Und wenn, wie gemeinhin angenommen wird, die Andromeda-Galaxie schließlich mit der Milchstraße kollidiert, könnte die trügerische Ruhe in unserem Sonnensystem endgültig zerstört sein. Die größte planetare Katastrophe steht uns noch bevor. Katastrophale Ereignisse haben in der Geschichte unseres Sonnensystems schon immer eine brutale, aber auch tragende Rolle gespielt. Ohne sie würde unsere planetare Nachbarschaft ganz anders aussehen. Durch das Erforschen dieser Ereignisse können wir besser verstehen, wie der Planet entstanden ist, dem wir unser Leben verdanken. Und wie wir ihn vor möglichen Katastrophen in der Zukunft schützen können.